Eigentlich könnten wir jetzt wieder heimgehen. Die Botschaft, die wir vorher gesungen haben, die wir im Clip gesehen haben, hat mich jetzt wirklich berührt vorher gerade. Um das geht es. Was dort im Anspiel gespielt worden ist, was wir jetzt gerade auch gesungen haben vom Lamm, was wir vorher gesungen haben, um das geht es. Die letzte geht mir über einen Satz noch so zum Thema, was hätte mir denn eigentlich Besseres können passieren, als Jesus kennenzulernen. Wir haben die letzte Woche in einem Meeting, wo ich war, mal so ein bisschen darüber geredet, was hätte es denn für eine andere Variante gegeben. Und jemand hat dann gesagt, ich müsste sagen, mit dem Petrus, wo sollten wir denn her, wenn wir dich nicht hätten. Um das geht es heute Morgen, auch wenn wir jetzt nicht über das Was redet, sondern über das Wie. Und so ein Anlass, wie wir es heute Morgen haben, ist eigentlich ein grosser Vorteil. Und zwar für Sie oder für dich und für mich. Wir können über das Thema schwätzen miteinander und wir kennen uns nicht. Also ich bin nicht irgendwie von irgendjemandem in irgendeiner Form eingeseifert worden, dass wir jetzt irgendetwas sagen sollte. Sondern was ich sage, ist relativ deutlich, ich werde es dann gerade merken. Und da könnte man auf den Gedanken kommen, oh, jetzt meint er mich. Wenn du angesprochen bist, bin ich nicht schuld. Also, wenn ich dir auf die Füße stand, dann bin ich nicht schuld, weil ich kenne die Situation gar nicht. Aber ich bin mittlerweile eben über 30 Jahre jetzt tätig im Kinderbereich und habe, was Kishona-Werk angeht, einiges miterlebt. Und die Sache, die ich euch jetzt heute Morgen möchte vorstellen, ist eigentlich wirklich, manches könnte man verbessern. Ich weiss aber die Situation nicht, wie sie am Steimer ist, aber darum halte ich sie allgemein halten. Wir möchten, wie gesagt, über das Orange Leben und über das Glaubensmarkt miteinander reden. Ich habe gedacht, ich muss noch zwei, drei Sachen sagen. Für all die, die heute Morgen gedacht haben, sie sagen jetzt, das betrifft sie nicht, sie kommen jetzt nicht und hören dann das Bändchen. Ich kann euch nur sagen, alle die, die noch ein Bändchen hören, es geht euch erst recht an, ihr werdet es gerade merken. Und dann gibt es solche hier unter uns, die sagen, ja, ich bin ja schon viel älter, also da geht es um die nächste Generation, da geht es um Kinder und Erwachsene, ihr werdet es auch gerade merken. Es geht uns alle an, es geht dich als Senior an, es geht dich als Alleinstehender an. Am schwierigsten haben es die unter uns heute Morgen, die im Alter zwischen 0 und 25 oder 30 sind. Und zwar darum, weil das auf der einen Seite sind ihr betroffen. Also wenn ich davon rede, 0 bis 20 plus oder eben bis 30, dann sind die betroffen als solche, wo man darüber redet. Und auf der anderen Seite sind die betroffen als solche, die für andere da sind. Also wenn ich vorhin da die ganze Gruppe vor mir gesehen habe, dann sind das die Leiter gewesen, oder die Teilnehmer gewesen. Und genau in dem Clinch. Also wenn du dich zwischen 0 und 20 bewegst, dann entscheide bitte, als was du jetzt zulässt, mit welchem Hut. Und denke nicht, du bist nicht für mich, jetzt von mir. Vielleicht redet er dann gerade für dich als Mitarbeiterin oder als Mitarbeiter. Ich erzähle ein bisschen von mir, das ist am einfachsten. Ich bin 2006, über 2006 bin ich in einem Vortrag gewesen, da redet einer davon und sagt, ein amerikanisches war in Amerika gewesen. Und ich bin der Typ, der kein Problem hat, von jemandem etwas zu nehmen, wenn er etwas gut sagt, egal wo er herkommt. Also ich bin zu Amerika und der sagt, bei uns in Amerika ist es so, dass vom biologischen Nachwuchs, also von den Gemeindekindmitgliedern, von denen, die also bei uns aufwachsen, wo die Eltern da ein- und ausgehen, bei uns ist es so, dass 50, 60, 70, 80% nicht mehr dabei sind, bis sie 25 sind. Und dann hat er gesagt, nicht unbedingt, also nicht in der Gemeinde siehst du sie nicht mehr, aber oftmals siehst du sie auch im Glauben nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, da muss ich keine wissenschaftliche Erhebung machen, sondern da gibt es manche Gemeinden bei uns in der Schweiz, wo das ähnlich ist. Wenn du dich daran erinnerst, wie viele Kinder du hast im Kinderbereich, im Kidsbereich, in der Jungschar und wie viele von denen jetzt noch wirklich bei Jesus unterwegs sind, dann ist es vielleicht nicht anders, als er gesagt hat, dass es von 10 noch 7 oder 8, auch noch 3 sind und 7 oder 8 nicht mehr sind. Und das ist das, wo jetzt der Einstieg, der brutale, der harte Einstieg jetzt für heute eigentlich der ist. Ich will sagen, ich habe keine Ahnung, oder, wie eure Statistik aussieht, aber an manchen Orten ist es nicht anders.
Ich habe heute Morgen die Pinnwand vorbereitet und jetzt kommt es wieder darauf an, was du für ein Typ bist, oder? Ich zeige das ganze Plakat auf einmal. Jetzt gibt es dann solche, die sofort hinschauen müssen und alles lesen. Das wäre nicht die Idee. Sondern die Idee wäre, dass ich jetzt Schritt für Schritt dann mit euch das Ganze durchgehe und einfach ein paar Stichworte zu dem Orange erkläre. Weil ich merke, dass auch Glaubensmerkung kann man eigentlich nur verstehen, wenn man das Orange begriffen hat. Und wie gesagt, ich tue einfach, also du kannst dich locker zurücklehnen und bitte Gott, dass er dir sagt, was du genau sollst hören heute Morgen. Schon rein die Tafel da hat einen Haufen Potenzial, zum wirklich heimgehen und darüber nachzudieren. Also ich tue euch wie einen Haufen Brücken anwerfen und ihr dann bitte zusammen mit dem Heiligen Geist entscheiden, was für euch wichtig ist. So. 50-80% der Jugendlichen verlassen die Gemeinde. Ich tue nicht mehr empfehlen hier. Dann sehen wir, wo wir sind. 50-80%, das ist das, was ich jetzt vorher gerade gesagt habe. Und dann war die Frage, auch der Referent, der das gesagt hat, der Reggie Joyner, hat ein Buch geschrieben für die, die es interessiert. Der könnte nachher auf mich zukommen. Dann hat er gesagt, wer könnte, das darf doch nicht sein. Wer ist denn eigentlich der oder die, die hier am meisten Einfluss haben auf die nächste Generation, sprich auf unsere Kinder oder auf unsere nächste Generation? Wer hat denn hier am meisten Einfluss? Und dann stellen wir fest, wenn wir vom Geistlichen reden, wir reden jetzt also nicht vom Schulischen, wir reden auch nicht vom Sportlichen, wir reden vom Geistlichen, wir reden vom Glauben, wir reden von der Beziehung zu Gott. Wer hat hier am meisten Einfluss? Und dann ist es so, dass er gesagt hat, das sind Eltern oder Gemeinde. Und beide bemühen sich, also wenn wir jetzt einmal die Eltern anschauen, hier auf dieser Seite, die Eltern bemühen sich, fördern und unterweisen Kinder, Jugendliche pro Jahr. Sie unterweisen, also sie haben das Ziel, den Kindern und Jugendlichen Jesus lieb zu machen, dass sie zum Glauben kommen, dass sie selber einen reifen Glauben finden und euch auf Jesus vertrauen. Und das Gleiche hat die Gemeinde auch vor. Die Gemeinde fördert und unterweist die Kinder und die Jugendlichen, damit sie Jesus kennenlernen, damit sie im Glauben wachsen, damit sie vorwärts können. Und jetzt ist es interessant. Ich baue ein paar Sachen aufbauen da heute Morgen einmal, dann seht ihr. Jetzt ist es interessant, wie ist denn das Verhältnis? Wie viel Einfluss hat wer, wenn, auf wenn? Oder? Jetzt müssen wir das einmal anschauen. Wir als Gemeinde, da hinten, also meine Frau hat vor einiger Zeit mal so orange Hörnchen abgefüllt. Also bei uns sagt man Hörnchen, ich weiß auch nicht, sind Teigwaren-Dinge, also nicht gekocht, sie sind noch eben nicht gekocht. Wir haben als Gemeinde pro Jahr und Gruppe etwa 40 Stunden Zeit, um den Einfluss wahrzunehmen, also um die Kinder und Jugendlichen zu prägen. Jetzt sagst du dir natürlich, ja Moment, wir haben die alle 14 Tage, wie oft haben die Jungschar? Alle 14 Tage. Also wir haben alle 14 Tage Jungschar und dann haben wir noch Fila, Sola, auch noch da irgendetwas, also gut. Nur macht ihr ja nicht während dieser Zeit und über Kids-Treffen auch und andere, oder Teenager oder was auch immer haben. Im Kinderbereich kann ich auf jeden Fall sagen, 40 Stunden stimmt. Über die ganze Christonengemeinde in der Schweiz geredet. Wir haben 40 Stunden Zeit im Jahr, um auf die Kinder Einfluss zu nehmen. So. Die Eltern daheim ist noch nicht fertig. Die Eltern daheim haben 3000 Stunden Zeit. Da. 3000 Stunden. Jetzt, wer ist Eltern unter uns mit Kind mit dem Alter von 0 bis 20? Oder 30? Ihr habt natürlich daheim nicht immer gerade das Gebet und Andacht und weiss nicht was vor euch, oder? Aber das Kind lernt ja durch Beobachten, oder? Und es ist nun halt einmal so, dass wir daheim als Mutter oder als Vater viel mehr Einfluss haben, als wir als Gemeinde je können haben. Ich frage jetzt nicht immer alle Hände ab, aber da hat sicher Leute aus der Gemeindeleitung da, da muss man sich also überlegen, würde ich nicht besser als Gemeinde in die Eltern investieren als direkt?
Und jetzt hat es da ein paar Köpfe gehabt, also die Gemeinde hat viel weniger Einfluss. Und dann kommt noch etwas dazu, auch da weiss ich nicht, wie es ist bei euch. Jede Gemeindegruppe arbeitet für sich. Das ist noch etwas, was ich beobachtet habe. In der Jungschi, in der Kitzre, im Kitzref oder wie auch immer, passiert es dann in der Gemeinde oftmals so, dass jeder für sich schaut. So nach dem Motto, die Spitze habe ich erlebt, wo einer mal gesagt hat, du, die bösen Buben habe ich jetzt 3 Jahre gehabt, jetzt bin ich froh, jetzt können wir sie mal haben, oder? Also das einzige Gemeinsame, was oft verschiedene Gruppen in der Gemeinde haben, ist, wer ist der schneller, um die besseren Mitarbeiter zu rekrutieren? Also das heisst, man schafft nicht zusammen. Und jetzt sind es zwei parallele Sachen. Sowohl die Eltern als die Gemeinde haben das gleiche Ziel, aber sie reden nicht miteinander. Sowohl die Gemeinde, alle Altersstufen haben das gleiche Ziel, aber sie reden wieder nicht miteinander. Und jetzt kommt die Farbe, jetzt kommt eben das Orange kommt jetzt da rein. Jetzt haben die eine gute Idee gesagt, wie könnten wir denn das darstellen? Wie könnten wir denn das darstellen? Dann sagen sie, lass uns mal rot als Familie Glauben, Hoffnung, Liebe, Vertrauen, Nähe mit rot bezeichnen. Und lass uns mal gemeint mit dem Licht von der Welt, wo auf dem Hügel steht, mit gelb bezeichnen. Also gemeint gelb, Eltern rot, Familie rot. Besser wäre es, man würde orange denken, statt gelb oder rot. Am meisten, und das kommt dann da, die Kombination zweier Einflüsse entfaltet größere Wirkung als zwei einzelne Einflüsse. Jetzt habe ich gedacht, ich möchte doch einen Bibelvers lesen, der da dazu ist. Also ist denn das überhaupt biblisch begründet, was der da sagt? Oder hat denn das überhaupt einen Sinn? Was ist eigentlich ein Bibeltext oder so? Am meisten hat mich beeindruckt der Vers, den ich noch schnell möchte vorlesen. Der Mose, 5. Mose 6, wo er praktisch fertig ist mit seinem Dienst, hat das Israels Volk Israel vor sich besammelt und das passt genau zu uns. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, ihr habt es vielleicht schon gehört. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist. Und wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Wer ist eigentlich zuständig für die geistliche Erziehung der Kinder, der nächsten Generation? Wer ist das eigentlich? Wer ist für Eltern? Wer ist für Gemeinde? Wer ist für Pastor? Wer ist für Gemeinde und Eltern miteinander? Darf ich mal so ganz frech sagen, theoretisch wüssten wir es, gell? Und was wir heute Morgen machen, ist, wir schauen ein bisschen näher an, oder? Die Geschichte. Jetzt müssen wir mal den Text anhören. Höre Israel, der Retter zu der Gemeinde. Er redet zu der Gemeinde, Steinmerie. Höre Steinmerie, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du, Steinmerie, sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir, Gemeinsteimerie, heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen, Gemeinsteimerie, und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Das kann allerdings Gemeinsteimerie nicht mehr machen mit den Kindern, die ihr da ein- und ausgeht, oder mit den Kindern ins Bett gehen und morgen wieder aufstehen. Wisst ihr, was mich da fasziniert? Man merkt gar nicht, wenn es wechselt. Man merkt nicht, wenn es wechselt. Also die sind miteinander zuständig. Am Anfang fängt der Mose ganz klar an für Israel reden und nachher redet er plötzlich von den Eltern. Jetzt sagst du, ja, das ist ja alles Testament, oder? Mit dem haben wir jetzt nichts mehr zu tun, oder? So, oder nicht mehr so viel, ist nicht mehr so wichtig. Nur müsste ich dann sagen, dass ich alle 3 Evangelien, ich habe es gerade heute Morgen nochmal gesagt, dort, zum Beispiel lese ich das in Matthäus, 22, wo Jesus gefragt worden ist, Meister, welches ist das höchste Gebot? Dann zitiert er genau den Vers. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste Gebot und das andere ist dem gleich. Merkt ihr, jetzt gibt er einen drauf. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
Und was darum geht wegen dem Kind, ist so, da haben wir ja andere Beispiele, oder? Wo Jesus dann eben das Kind in die Mitte stellt und sagt, hey, werd so, sonst wirst du nicht in den Himmel kommen. Oder glaub so wie das Kind, sonst wird es schwierig. Also, das ist top aktuell. Und darum sage ich das jetzt, also wenn man von Orange redet, dann rede ich von dir. Heute Morgen, wo du hier sitzt jetzt. Egal, wie alt du bist, egal, wie, was für dein ziviler Status ist, egal, ob du Kind oder Grosskind oder Götti oder Gott bist, ganz egal. Wenn du dich zu dieser Gemeinde zählst, bist du hier gefragt. Und wenn wir bei der Glaubensmap noch merken, auch noch darüber aus. So. Jetzt möchte ich da einfach ein paar Sachen nur so als Stichwort sagen. Mir gefällt das, die Zitate sind von dem Joiner. Und er bringt manches wirklich auf den Punkt, dass du manchmal noch zweimal darüber nachdenken musst. Die Zitate, die ich hier zusammengestellt habe, sind übrigens auch auf dem Flyer, der hinten raus liegt. Also wenn jemand es dann will mitnehmen nachher, kann er es dann anschauen. Oder das Bild habe ich auf Facebook, wo wir unter Orange Leben haben. Also wenn ihr unter Orange Leben reingeht, dann könnt ihr dort bei Facebook anklicken, dann kommt das auch. Familie und Gemeinde gemeinsam für die nächste Generation, das ist das Ziel. Wir miteinander erreichen mehr als je allein. Es steht viel auf dem Spiel. In 100 Jahren zählt nur noch die Beziehung zu Gott. Boah. Und jetzt wird es plötzlich persönlich. Man redet nicht nur über die anderen, über die nächste Generation, sondern ich rede jetzt über dich. In 100 Jahren ist es egal, ob du iPhone oder Samsung hast, ob du Renault oder VW gefahren bist, ob du Apple oder PC hast. Alles egal. Alles egal. Das Einzige, was zählt, ist, was für eine Beziehung du zu Gott hast. Orange beschreibt eine Herzenshaltung, eine Denkweise. Das ist nicht irgendeine Welle, die jetzt kommt und vor zwei Jahren angefangen hat. Es ist ja nicht alles neu, muss man auch sagen. Sondern es ist einfach eine Denkweise. Also wenn wir jetzt wirklich miteinander orange denken, das heisst Familie und Gemeinde gemeinsam. Und da braucht es beide Seiten. Orange, das wisst ihr ja, alle die, die mit Farbe schon mal geschafft haben. Orange wird es nur, wenn Gel und Rot zusammenkommt. Rot kann allein nicht orange sein. Gel kann allein auch nicht orange sein. Es gibt so verschiedene Nuancen. Aber orange wird es nur, wenn man miteinander schafft. Und das Beste würden wir erreichen, wenn wir zusammen schaffen. Wie das passieren hat bei euch, ist eure Sache. Also, Orange, eine herzenshaltige Denkweise und dann eine Strategie. Also ihr könnt gerne zusammenhocken und sagen, wir wollen das, was machen wir jetzt? Und dann wird es anfangen zu wachsen, kann ich euch garantieren. Schritte statt Programme. Was braucht der junge Mensch als nächster Schritt zum Wachstum? Nicht welches Programm bieten wir ihm an. Was braucht er als nächstes? Und alle, die zwischen 0 und 30, oder, könnt jetzt sagen, jetzt könntest du sagen, ich als Person, was brauche ich eigentlich als nächsten Schritt? Und wenn du 50 bist, kannst du dir die Frage genau gleich stellen. Was brauche ich eigentlich als nächsten Schritt? Und was gebe ich jemandem, dass der wachsen kann? Je nachdem, was für einen Hut du da hast. Oder? Also, was braucht er als nächsten Schritt, um im Glauben zu wachsen? Und da, gell, jetzt könnte man natürlich noch zum Schluss kommen und sagen, ja, jetzt, der redet so, als ob er es dann könnte machen, oder? Man könnte das überhaupt nicht machen, dass jemand zum Glauben kommt oder auf Jesus Vertrauen setzt. Man kann nicht machen, dass das Kind oder der Jugendliche an Gott glauben. Man kann ihnen aber über längere Zeit 6 Dinge schenken. Zeit, Liebe, Worte, Geschichte, Sippen, also Gemeinschaft, Beziehung und Spass. Und etwas müssen wir vielleicht noch ergänzen, mitschaffen. Das hätte ich da oben schon sagen können. Eigentlich gibt es zwei Sachen. Beziehungen sind wichtig, um im Glauben vorwärts zu kommen. Und können irgendwo Verantwortung wahrnehmen, ist wichtig. Mit dem könnten wir auch heimgehen und darüber nachdenken. Also da unten kommt es, oder? Zeit. Und jetzt haben sie ein glattes Bild gemacht und das habe ich gedacht, das würde ich euch wirklich heute Morgen nicht vorenthalten. Ich habe es ein bisschen mit Gläsern heute Morgen. Aber das heisst, mit anderen Worten, ein glattes Bild hat er gesagt, wenn du dir bewusst bist, wie viel Zeit das du noch hast mit dem Jungen oder mit deiner Tochter oder mit deinem Götti-Kind oder mit dem, wie auch immer. Wenn du dir bewusst bist, wie viel Zeit das du noch hast, dann nachher lebst du besser im Augenblick. Also, geht folgendermaßen.
Wenn ein Kind auf die Welt kommt, gibt es jemanden da, der ein Kind hat, das vor kurzem auf die Welt gekommen ist? Grosskind? Urgrosskind? Okay. Wenn ein Kind, Grosskind, Urgrosskind, Götti, Gottenkind oder wie auch immer auf die Welt gekommen ist, dann hat es, bis es volljährig ist, 18, 936 Wochen Zeit. Also, und da hat es jetzt für jede Woche ein Murmeli. Wie sagt man denn da bei euch? Murmeli? Möhrli? Nein? Das ist ja gleich. Also Murmeli, auf jeden Fall Murmeli. Hat 936 jetzt drin. Nimm, und jetzt kommt es, nimm jede Woche eine raus, weil du hast jede Woche eine weniger. Und dann habe ich gemerkt, dann darfst du nicht einfach in ein anderes Glas tun, dann musst du sie wegwerfen, weil du hast die Zeit nicht mehr. Also, und jetzt machen wir das so. Wenn du nachher, wenn das Ganze, wenn das Kind 7 ist, dann hast du noch 572 Wochen, oder? Und wenn das Kind 13 ist, dann hast du noch 260 Wochen. Und übrigens, die Dekoration da mit diesen orangen Dingen da, das passt genau, das gilt nicht nur für die Eltern, das gilt auch für uns als Gemeinde. Oder? Orange denken. Also, wir haben immer wenig Zeit, aber wir haben noch Zeit. Wir haben noch. Man darf nicht nur sagen, oh, jetzt ist alles vorbei. Sondern, meine Töchter sind 30 demnächst, oder? Oder schon ganz. Jetzt kann ich nicht sagen, ja, jetzt ist alles vorbei. Nein, ich bin ja immer noch der Vater, oder? Aber ich habe viel weniger Einfluss. Viel weniger Einfluss. Weil wenn das Kind nämlich dann 18 ist, weißt, dann packt sie in der Regel den Koffer oder die eine schon vorher und die andere ist nachher. Heute ist das Hotel Mama geht bis gegen 30, gell, da geht es noch eine Weile. Aber sie ziehen auf jeden Fall aus. Sie ziehen aus und dann ist der Einfluss viel weniger. Also ich stelle das auch noch dazu her. Also, liebe Wortgeschichte Sippe. Zeit geht immer weiter, wir können sie nicht verlangsamen, wir können sie nicht stoppen, wir können sie nicht rückgängig machen, aber wir können sie verpassen. Das ist eine, da musst du einmal also ein bisschen im Ding vergehen lassen. So, jetzt sind wir da oben, jetzt nehmen wir das ein bisschen auf die nächste Seite da. So. Orange lieben. Familie, Gemeinde, gemeinsam für die nächste Generation. Jetzt hat es einen Haufen Leute gehabt, die gesagt haben, ja, aber das ist richtig, stimmt, passt auch. Ist nicht alles ganz neu, aber es ist anders, es gibt wie einen neuen Rahmen. Aber wie wird jetzt das praktisch? Wie wird jetzt das ganz praktisch? Und jetzt sind wir da bei dem. Seht ihr alle führen? Jetzt wäre es ganz wichtig. Übrigens, wenn ihr jemandem das Map erklärt, dann braucht ihr etwa 20 Minuten, um das erklären, sonst kapiert er es wahrscheinlich nicht. Das ist nicht, weil er jetzt nicht mehr so genau aufnehmen kann oder so, sondern es ist einfach so, man muss es kurz können erklären und man muss das Orange im Hintergrund wissen, was verstanden ist, sonst wird es schwierig. Also, jetzt möchte ich euch in der nächsten kurzen Zeit mal kurz mit reinnehmen und das Glaubensmap erklären. Ihr könnt das also so ähnlich, wie wir es jetzt machen, dann auch wirklich daheim machen, oder ihr könnt es mit jemandem machen, der es erklärt, oder wie auch immer. Jetzt möchte ich euch mal bitten, dass ihr einfach mal drauf anschaut und nicht weiter denkt, als was fällt dir auf, oder wo du hier bist, was hast du als erstes gesehen, was ist dir gerade aufgefallen, was hast du gerade gesehen. Nicht irgendwelche theologischen Auslegungen oder Anpassungen, sondern einfach, was siehst du da? Tut ihr mal drei Sachen merken, die dir gerade aufgefallen sind? Und dann sag sie mal am Nachbar. Jetzt. Geht laut, man kann da anfangen zu murmeln und so. Also, einfach ganz kurz ein paar Statements, so, was ihr gerade gesehen habt, was jetzt einem auffällt. Ja? Möglichst gerade so laut, dass wir es alle hören. Straße. Wie? Straße. Straße.
Wegweiser, habe ich gehört, und dann? Vertrauen. Vertrauen, das ist wo, was? Schrift, ja genau. Ja. Wie die verschiedene Möglichkeiten, jawohl. Wie, was ist das? Der Turm? Was ist gelb und orange? Die Wegweiser sind gelb und orange. Mhm. Schöne Atmosphäre. Wie? Ein See? Da. Das Kreuz in der Mitte. Wie? Personen. Was ist deine Ahnung? Das ist richtig. Wir haben nicht gesagt, wir dürfen es nicht wählen. Entschuldigung, es ist sehr gut, dass du gerade nicht die Antwort gehst. Also, gibt es noch etwas, was einem gerade aufgefallen ist? Berg. Ein Spielplan. Okay. Ja, das stimmt. Es hat solche gesagt, da könnte man ein Spiel daraus machen. Jawohl. Mhm. Also, es gibt auf dem Plan, genau, also ich habe gerade vorher schon sagen, wenn jemand aufstehen will oder näher herankommen, dann kann er das machen, aber dann steht er den anderen vor der Nase. Aber normal müssen wir ein bisschen näher herankommen, das ist jetzt für die vor allem hinten dran ein bisschen schwierig, um das Ganze zu schauen. Wenn ihr das Map anschaut, dann seht ihr hier, das sind die Altersstufen, oder? 0 bis 4, 4 bis 7, 7 bis 12, 12, 14, 15, 17 und so weiter. Also, es ist ein Weg. Es ist ein Weg, der hier gegangen wird. Und es ist, wenn man das Ganze anschaut, zuerst haben wir gesagt, ja, wenn man das Kind begleiten oder den Jugendlichen, dann muss man ja wissen, wo der steht. Also, man muss entwicklungspsychologisch wissen, was versteht denn der? Kann denn ein Vierjähriger schon etwas verstehen vom Hiob? Du musst natürlich fragen, kann ein 50-Jähriger etwas verstehen vom Hiob, oder? Aber Klammer zu. Aber einfach, gibt es Geschichten oder gibt es Ereignisse, wo man kann sagen, das ist jetzt nicht für den Kleinen. Also was verstehen die, was sind die entwicklungsmässig, was kann man im Glauben ihnen weiter sagen, was ist genau dran vom Erleben her und so weiter. Dann fängt es da unten also an. Dann nachher gibt es wie hier zum Beispiel das Kreuz, das wir drin haben, oder hier eben der Täufling oder der Vertrinkende, da, wo wir gesehen haben. Oder dann gibt es Gottes Weg hinaus und es hat bei jedem Begriff, auch bei jedem Zählerli hat es einen Begriff Vertrauen, Entdecken und so weiter. Das sind die Kernbegriffe, die wir drin haben für die Altersstufe, wo wir einfach einmal uns auf etwas konzentrieren müssen. Und dann gibt es so ein paar spezielle Sachen, die regelmässig vorkommen. Die müssen wir miteinander jetzt noch anschauen, nämlich... Was kommt öfter vor, neben Personen? Wegkreuzungen. Und Wegweiser, haben wir gesagt, das sind so Symbole. Wegweiser, gibt es auch Wegkreuzungen, die keine Wegweiser haben? Nämlich? Es gibt Wegweiser. Hat es da einen Wegweiser? Hat es einen Wegweiser? Man ist sich nicht sicher, ob nicht die Frau oder der Wegweiser ist, weil da können ja Kinder noch gar nicht lesen, oder? Zum Beispiel. Oder da hat es zum Beispiel auch keinen. Da hat der Grafiker, der es gemacht hat, gefragt, oh, habe ich vergessen, dann sage ich, nein, lass das gerade weg. Wenn man jetzt mal vom Alter her ist, dann ist es oftmals so, dass viele Junge, die bei uns in der Gemeinde waren, in diesem Alter, nicht entscheiden, ich will jetzt nicht mehr glauben. Sondern es gibt ein Buch, das heisst «The Slow Fade», das langsame Verblassen. Man hat einfach andere Interessen, man ist irgendwo an einem anderen Ort. Da. Also gut, Wegweiser, Kreuzungen, was noch? Bänkli. Bänkli, zum Ausruhen, jawohl. Weitere noch? Was gibt es noch? Brücken hat es auch, verschiedene. Genau. Oder was noch?
wo der Grafiker das gezeichnet hat, und so habe ich, hat er da etwa 2-3 so Apfelleimer drauf gehabt, habe ich gesagt, wieso brauchst du denn so Apfelkübel dort? Wieso, also, für was hast du denn die Apfelkübel gemacht? Da sagt er, als Christ muss man immer wieder einmal irgendwo etwas entsorgen. Und dann habe ich gemerkt, und im Laufe des Beschäftigens mit dem, ist das, dann habe ich gesagt, da musst du aber überall noch ein paar mehr zeichnen von diesen Kübeln. Und entsorgen kann man ja nicht nur Sünde, sondern entsorgen kann man auch etwas, was man bis jetzt jahrzehntelang gemacht hat. Also das heisst zum Beispiel, wenn man wirklich davon redet, man möchte die nächste Generation begleiten, was braucht ihr, dass sie weiter können? Dann könnte das sein, dass etwas, was mir geholfen hat vor 30 Jahren, ihnen jetzt nicht mehr hilft. Und dann muss ich es kübeln. Sonst kommst du nicht weiter und sie auch nicht. Gar nicht so tricky, gar nicht so einfach. Also, was gibt es noch? Etwas haben wir noch. Übrigens, wie viele Kübel hat es jetzt drauf? Könnt ihr mal zählen, wie viele Kübel es hat? Sechs? Wer ist für sechs? Sieben? Wer ist für sieben? Andere Vorschläge? Sieben hat es. Und dann hat es noch Schlüssel. Schaut mal, wie viele Schlüssel es drauf hat. Es gibt im Leben so Schlüsselerlebnisse. Ein Phila könnte für einige eins gewesen sein, wo wir jetzt gerade gehört haben davon. Gott braucht solche Schlüsselerlebnisse, um einem im Glauben wachsen zu lassen. Wie viele Schlüssel hat es? Also wie viel gesehen ihr? So. Zwei. Drei. Vier. Wer bietet mehr? Also wer sieht einen? Zwei. Drei. Vier. Wir haben vier drauf, oder? Da jetzt ein. Da hat es einen. Da hat es einen. Da hat es einen. Und da hat es einen. Genau. Also so Schlüsselerlebnis bei uns im Glaubensleben. Die Glaubens, die Schlüsselerlebnisse, die kennt ihr auch. Die kennt ihr auch. Und, dann, und das, gibt, das heisst jetzt nicht, dass es in jedem von diesen Bereichen, ihr seht jetzt überall dort, wo es einen Schlüssel hat, das sind wie grosse Bereiche, das ist der Kinderbereich. Teenager-Jugendbereich, junge Erwachsene. Und jetzt möchte ich euch mal bitten, wieder mit eurem Nachbar oder eurer Nachbarin, ihr könnt auch zwei oder drei oder vier miteinander schwätzen, ist gleich einmal sagen, wenn ihr jetzt das so seht, dann ist es so, dass man hier auf dem Weg vom Glauben geht, irgendwann einmal kommst du am Kreuz vorbei, es hat Sachen drauf, die ein bisschen komisch sind. Zum Beispiel, manche staunen dann über das da. Wir könnten diskutieren über das. Was ist das jetzt genau da? Die einen sagen, das ist ein Tunnel, die anderen sagen, das ist die Hölle, die dritten sagen, das ist für die, die etwas wollen erforschen, die etwas kennenlernen wollen, die geht da hin, der kommt da wieder raus. Der geht da hin, kommt hinter dem Berg wieder raus und so weiter. Also man kann dort wie das Ganze anschauen und dann kannst du wie sagen, jemand hat mal gesagt, wenn ich aus dem Kinderbereich komme und über das Bröckli komme, laufe ich direkt ins Loch. Bei manchen ist das so. Weißt du so? Und jetzt wird es ganz spannend zu sagen, wenn du jetzt deine Gemeinde anschaust, als Leiter oder als Person, dann nachher gibt es noch einen ganz anderen Punkt, der noch wichtig ist und den möchte ich Ihnen sagen, bevor ihr jetzt darüber diskutiert nochmal. Es hat da drauf so verschiedene Leute, die etwas orange eingefärbt haben. Seht ihr es? Also ich habe sie nicht gezählt, ich weiß nicht, wie viele es sind. Und orange heisst was? Familie und Gemeinde gemeinsam für die nächste Generation. Das heisst, wir möchten miteinander die begleiten. Und jetzt kannst du dir überlegen, und das jetzt nochmal schnell nur, dass es praktisch wird. Alle die unter uns, die mit Jesus unterwegs sind, werden das wissen. Irgendwann einmal, wenn ich jetzt dich frage, und es ist egal, wie alt du bist, tu dich einmal zurückbesinnen, wer hat dir im Glauben, wer hat dich prägend begleitet? Also, wer ist, wer ist,
Wer sind die gewesen, die dir Impuls gegeben haben, die dich markant geprägt haben? Dann werden dir Gesichter in den Sinn kommen und dann werden dir Namen in den Sinn kommen. Und das ist das Prinzip von Gott, dass er sagt, ich stelle Menschen, die ich möchte, wirklich auf dem Weg begleiten und wachsen lassen, andere Menschen, die schon ein bisschen weiter sind, zur Verfügung, um ihnen zu helfen. Das heisst, da zum Beispiel sind es vielleicht Eltern, die ein Kind begleiten. Da zum Beispiel könnte es der Vater sein, könnte aber auch ein Mitarbeiter sein, könnte der Götti sein, könnte ein Onkel sein. Und Orange heisst, es könnte irgendeiner sein, der mit dem Bub zu tun hat. Da zum Beispiel könnte es bei einem Teenager-Bereich, da könnte es auch der Vater sein, eher nicht, weil in diesem Alter sind die Eltern in einer Phase, wo sie sehr schnell alt werden, oder? Die haben oftmals von nichts mehr eine Ahnung, ihr kennt das, alle die Kinder haben, die auch in die Tür gegangen sind. In dieser Phase ist es vielleicht, und jetzt kommt es, Familie und Gemeinde, es gibt, die Eltern haben viel mehr Einfluss, aber nicht allein. Und es gibt Phasen, wo andere mehr Einfluss haben, viel mehr Einfluss haben. Und wenn die beiden sich kennen, die da Einfluss haben, abwechslungsreich, dann wäre es wichtig. Vielleicht ist das der Grossvater auch. Oder die Grossmutter, der Götti, der Nachbar, der jüngste Leiter, Kids-Treffer, wie auch immer, Kleingruppenleiterin. Vielleicht ist das das. Und jetzt überleg dir, jetzt bist du also ein Gemeindeglied von Stein am Rhein. Und jetzt fragst du dich an dieser Stelle, für wer bin ich jemand Oranger? Für wer bin ich jemand Oranger? Gott gibt den Auftrag uns allen, nicht nur den Jungen und dem Pastor. Gott meint uns alle. Die Frage ist, für wer bin ich Orange? Vielleicht in dem Bereich, vielleicht in dem Bereich, vielleicht in dem, dem oder dem. Und jetzt, um noch einen drauf zu geben, du kannst nämlich das ganz persönlich nehmen, die Map. Tu dir einmal hier die Nummerli mit der Altersstufe wegdenken. Und schau sie dann nochmal an, die Map. Dann stellst du fest, das ist meine persönliche Glaubensmap. Und jetzt kannst du dich noch fragen, wo bin ich auf dieser Map? Jetzt. Das ist keine Frage vom Alter, von dem Jahralter, sondern bin ich noch jemand, der immer noch, obwohl ich vielleicht schon 40 Jahre in der Gemeinde bin, noch Babymilch brauche und der Paulus müsste sagen, hey, wäre eine Veränderung angesagt. Oder bin ich einer, der im Moment gerade in den Dingen hängt und dringend jemanden würde brauchen, der mir hilft, Orange zu sein? Oder bin ich jemand, der jetzt im Moment, in meinem ganz persönlichen Leben, in einer Phase ist, wo ich eigentlich am liebsten auf einem hohen Turm schauen würde, was ist denn eigentlich meine Mission? Für was gibt es denn mich eigentlich? Für was braucht mich Gott eigentlich? Wo stand ich? Also ihr merkt, dann wird es gerade zur ganz persönlichen Map. Das Ganze. Aber, über das diskutieren wir jetzt nicht. Das möchte ich euch bitten, dass ihr das mit heimnehmt. Wirklich vor Gott prägt, also überlegt und sagt, Gott, lasst die nächste Generation wachsen mit so orangen Leuten. Und wenn ich da ganz am Anfang gesagt habe, dann haben Untersuchungen gezeigt, dass die Jungen am ehesten im Glauben auch weiter können und können wachsen, die nicht nur auch eine Aufgabe haben, sondern die generationübergreifend Beziehungen haben. Also nicht nur Peer Group ist wichtig, sondern auch die Älteren, die Grössten oder die Jüngeren. Am meisten profitieren wir und wachsen wir, egal wie alt wir sind, wenn wir auf verschiedenen Generationen können Beziehungen pflegen. Und genau das, der Mark Holman hat einmal gesagt, ist dem Teufel gelungen, auseinanderzureissen in den letzten 30, 40 Jahren. Nur noch Kleingruppen, nur noch Senioren, nur noch Teenager, nur noch. Dabei wäre es so, denke ich, und jetzt sind wir wieder bei den Sippen, oder? Da. Früher hat es eine Sippe gegeben und der Knecht hat miterzogen, oder? Heute ist es vielleicht ein oder zwei oder drei Personen, Familie, die da prägt.
So, aber jetzt zum Schluss möchte ich euch wirklich noch bitten, jetzt möchte ich euch herausfordern und sagen, wo bin ich orange für wer hier in der Gemeinde? Oder wir machen es ein bisschen einfacher, wo bin ich orange gewesen oder möchte ich orange sein? Weil wenn du nachher dann mit dem Nachbarn ein bisschen austauschst und sagst, hey, was könnte ich eigentlich, wo könnte ich orange sein? Dann nachher wäre das auch eine Möglichkeitsform. Oder ich bin es schon. Aber die Tatsache ist, dass Gott das Prinzip gewählt hat, er will mit an der Seite von anderen uns wachsen lassen. So. Sind ihr bereit? Könnt ihr dem Nachbarn sagen, wo ihr gerne möchtet orange sein oder wo ihr orange sind oder wo ihr orange gewesen sind? Und sonst könnt ihr auch sagen zu einem, ich weiß es nicht. Aber schwätzt noch mal kurz miteinander. Wo sind es gewesen, wo möchtet ihr sein oder wo sind es jetzt? Gerade wieder laut anfangen, jawohl, genau. Einfacher ist es noch, und das ist auch gut, das tut auch gut. Wenn ich es nicht selber bin, wer ist es denn bei uns in der Gemeinde? Also wer zum Beispiel ist der Orange, der bei uns bei den Teenagern wirklich hilft? Oder wer ist es vielleicht, der bei den jungen Erwachsenen, wenn es darum geht, den Weg zu finden, der ist, wo rum ist, wo sie wissen, die kann ich ansprechen. Wer ist das bei euch in der Gemeinde? Und damit ist dann gerade die Frage verbunden für alle die Leitungsverantwortung haben. Also wenn du Jungschi-Leiter bist, wenn du Teenie-Leiter bist, wenn du Jugendleiter bist, wenn du Gemeindeleitung bist, wenn du Chorleiter oder was es auch immer alles gibt, dann ist die Frage, wer ist der Orange bei uns in unserer Gemeinde da? Haben wir da überhaupt jemanden? Und das sind nicht unbedingt nur die Leiter. Wo dann parat ist, mit dem Kind, mit den Jugendlichen einen nächsten Schritt zu gehen. Haben wir da überhaupt jemanden? Oder da? Wer sind die? Und zum Schluss machen wir jetzt noch eine Runde, wo ihr austauschen könnt. Wenn ihr jetzt überlegt, wer ist es denn bei uns in diesem Alter oder mit diesen Gruppen? Wer ist es denn? Sagt das dem Nachbarn nochmal. Das tut nämlich gut, mal sich zu gewissern. Wer ist denn eigentlich der, der unsere nächste Generation oder auch die Senioren prägt? Also es könnte ja da noch weitergehen, oder? Wie ich gesagt habe, man kann das Alter weglassen. Wer sind die Orangen bei euch in der Gemeinde? Wählt die Gruppen aus, entscheidet und dann sagt zum Nachbarn nochmal, wer bei euch orange ist. Und so kommen wir dann zum Schluss. Also bitte nochmal, wer sind die Orangen? Ein 10-jähriger Bub ist mal auf mich zu und hat gesagt, erklär mir mal die Map. Dann habe ich gemerkt, und das ist ja die Idee. Die Map soll ja nicht etwas sein, das nur in der Gemeinde ist. Ich selber bin der Überzeugung, bin wirklich der Überzeugung, zum Wissen, wo stehen wir heute, wer ist das heute, dann kann man in einem halben Jahr wieder schauen und kann dann anschauen, wo sind wir denn jetzt. Also wenn du jetzt musst entscheiden, auf welcher Map, wo stand ich, also wer bin ich, wo bin ich da überhaupt da drauf? Wer bin ich da drauf? Das wäre schon mal spannend. Dann wirst du in einem halben Jahr nicht mehr am gleichen Ort sein wie jetzt. Wenn du da bist jetzt, dann wirst du im halben Jahr hoffentlich nicht mehr da sein, oder? Oder wenn du da bist, dann wirst du vielleicht im halben Jahr auch nicht mehr da sein. Oder da, knüllend vor Jesus, im halben Jahr vielleicht auch nicht mehr da. Also, wir müssen es immer wieder mal schauen, wo stehen wir denn und wo ist der Prozess. Also für mich wäre es wichtig, damit der Werbespot, oder, dass so eine Map auch im Grossen könnte in der Gemeinde hängen, aber auch in der Familie. Also dem 10-Jährigen habe ich jetzt gesagt, das gilt für dich genau gleich. Gott hat das Prinzip von jemandem, der dich begleitet hat, gefragt, wer hat denn dir im Glauben jetzt geholfen, bis da an? Und er hat gesagt, Mami, Grossi, nein, das Grossi nicht, aber das Omi, der Kids-Treffleiter, Kids-Treffleiterin, die können genau sagen, wer sie geprägt hat, oder? Und das ist, wie gesagt, das Prinzip, das Gott hat. Und dann habe ich ihm gesagt, los, und so wird es in Zukunft auch sein. Schau dir in Zukunft, dass du so Leute hast, wo du kannst wie dich anlehnen, die dir helfen können, weiterzukommen. Und dann habe ich das in einem Team einmal erzählt und dann stellt eine von den Mitarbeiterinnen die brutale Frage,
sagt, hoffentlich hat es dann so Leute herum, wenn der Bub oder das Mädchen mit 14, mit 15, mit 18 so orange Leute sucht, dass die auch herum sind. Und wisst ihr, damit die herum sind, muss man die kennen. Also ihr, die Teenager, die Jungen müssen wissen, dass sie mit dir schwätzen können. Dass du ihnen einmal erzählen wirst, wie es du hast im Glauben. Oder wo du die Fettnäpfchen hast. Die müssen das wissen. Die lernen den meisten von dem. Und gegenseitig, egal wie alt du bist, gilt es genau gleich. Lass dich einander Anteil haben. Das ist das Prinzip von Gott. Nenn es auch in der Familie, diskutieren darüber. Hängt es auf. Das wäre mir wichtig. Soweit. Es gibt eine Glaubensmap. Übrigens, Glaubensmap ist bewusst eine Map, eine Karte und kein Plan. Ein Plan muss genau so ausgeführt werden. Eine Mappe kann man wählen, wo man durchgeht. Eine Karte. Ja, Jesus, du weißt jetzt, wo wir sind heute Morgen, nach dieser Zeit hier. Und was das bei jedem von uns gemacht hat bis jetzt. Und ich bitte dich, dass du uns einfach zeigst, wo wir sollen orange sein, wo wir das sind, wo wir sollen Veränderungen im Persönlichen oder auch im Unterstützenden für andere entscheidend wählen. Bitte segne du jedes Einzelne, wo wir heute Morgen da sind. Zeig uns den nächsten Schritt, wo du möchtest, dass wir nicht tun. Amen.